Chicago 1992 wieder und heute wieder mit einem Spezial-Unboxing und zwar Amazon Japan. Und zwar, das ist der gute Hisuka, der hat mir was per Amazon bestellt, beziehungsweise ich habe ihm das Geld dann gegeben und das war dann so, dass ist das, was da drin ist, ihn diesmal nicht so ganz stark interessiert hat. Und er hat gesagt, dass er weiß, dass ich gebe deine Adresse ein und schicke ich es gleich zu dir. Und dann würde ich sagen, packen wir es gleich hier aus, damit wir sehen, was das ist. Hier ist nämlich auch so eine tolle Schnalle, da gibt es nämlich auch ohne irgendein Messer. Und, oh, okay. Der Witz an der Sache ist, ich meine, seht ihr mal den Karton an. Der ist recht groß. Das sind nämlich, so. Wow, die sind groß. Und zwar hat mir, ich hatte ja vor kurzem Geburtstag und da hat mir der gute Sasuke Sarutobi, jetzt heißt er auf YouTube glaube ich auch Kaito, der hat mir das Spiel Danganronpa geschenkt und das war so ein geniales Spiel, dass ich mich informiert habe, was gibt es dazu noch in Japan. Und dazu habe ich mir nämlich was bestellt. Und zwar hätten wir einmal hier, das ist die Light Novel zu Danganronpa Zero. Band 1 und 2, also 2 werden abgeschlossen, was an denen ganz nett ist, wenn man die so zusammenlegt. Dann ist das so dieser Monokuma-Bär als Gesicht. Die sind auch recht groß, muss ich sagen, für eine Light Novel. Das erklärt auch, warum die teurer waren als wie eine Standard-Light Novel. Ich guck mal kurz zum Größenvergleich. So, hier haben wir zum Beispiel eine. Das ist die Decaden Light Novel. Und das sind die Danganronpa Light Novels. Und ich guck mal gerade mal rein, ob hier auch irgendwelche Bilder sind. Okay, die sind in Farbe. Das hab ich ja noch nie zuvor gesehen. Ist das ein einziges Mal? Nee, die sind durchgehend farbig. Das hat was. Was ist hier drin? Achso, die haben auch noch hier so ein Lesezeichen-Ding. Meine Güte. Hier auch nochmal. Auf jeden Fall, ganz ist echt nice. Und wie ich sehe, ist ja auch noch Werbung für dieses Disperia Girls Spiel. Also das war Band 1. Hier haben wir Band 2. Das erzählt halt die Vorgeschichte zum ersten Danganronpa. Schauen wir uns nochmal, ob wir schon dabei sind, ein paar Farbseiten an. Also da kriege ich schon fast ein bisschen Angst. Und wartet mal. Fokus. So. Ist jetzt also wirklich extrem interessant auf jeden Fall. Und das hier, das heißt Danganronpa Kirigiri, so heißt nämlich die, der ist Kyoko Kirigiri. Und das ist halt Light Novel nur für den Charakter hier. Der hat nämlich im Danganronpa auch eine sehr, sehr große Rolle. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, auch hier haben wir diese Illustrationen in Farbe. Das habe ich noch nie zuvor bei der Light Novel gesehen. Aber ich meine, ich kenne den Nishikun, der hat hunderte von Light Novels. Und die hier hat 3 Bände, aber da habe ich mir erstmal nur eingeholt. Und auf den Rücken ist auch noch Werbung für Danganronpa Zero. Auf jeden Fall, nochmal vielen Dank an den Nishikun dafür, dass er mir diese 3 Novels hier bestellt hat. Freue ich mich sehr darüber. Die in der Sammlung zu haben, ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich ziehe mich jetzt als Fan von Danganronpa. Ich werde mir jetzt auch den zweiten Teil und den Spin-Off kaufen. Denn dieses Jahr erscheint der dritte. Und da wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, euch hat das Unboxing wieder auch so gefallen. In der nächsten Zeit, da wird noch ein Unboxing kommen. Der Nishi, der hat mir, das könnt ihr auf seinem Kanal sehen, der hat ein Unboxing zu meinen Sachen gemacht. Aber ich werde höchstwahrscheinlich noch ein Unboxing machen, denn da werden auch ein paar Sachen drin sein, die er in den Unboxing nicht gezeigt hat. Denn da kam noch ein Paket schon vorher.
Und deswegen könnt ihr euch schon darauf freuen. Das nächste Video wird dann wieder ein Unboxing sein. Das kommt dann diesen Freitag. Weil das werde ich als Spezial-Unboxing hier hochladen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tyron1992. Bis dann.